Hallo Freunde, willkommen zurück bei Vidicium Reviews von der Front. Ich bin der René, das ist der Marius. Das bin ich, das ist der René. Ich bin der René, bin dann ich musst der du René? Der Marius sein. Du musst der Marius sein. Bist du der René? Ja, wenn du der Marius bist, bin ich der René. Ich bin verwirrt. Tja, wie, du bist verwirrt? Ich denke, du bist Marius. Nein, nein. Naja, gut, ja. Okay. Lass uns nochmal anfangen. Genau, nein, wir machen das jetzt, wir machen das so weiter. Wir ziehen nein, das also jetzt. Wir schneiden nicht, wir bereiten uns nicht vor, ihr wisst das. Also gut nicht. Verwirrt, dann sag mal, worum es geht. Ach nee, ich war verwirrt, Entschuldigung. Genau, du warst verwirrt und ich sag, worum es geht. Aber dieser klamaukige Einstand passt eigentlich ganz gut, denn wir haben heute mal eine Serie für euch. Und von denen haben wir ja relativ wenig bisher in unseren Playlists drin. Filme, Videospiele, yo. Musik auch sehr wenig. Wir haben vor einiger Zeit jetzt mit Persönlichkeiten-Videos angefangen. Wir arbeiten und dran. Serien kann man, glaube ich, an zwei Händen zumindest schon mal abzählen, wie viel wir da haben. Deswegen haben wir uns gedacht, nehmen wir uns mal das raus. Ein alter Klassiker. Ach, aus den 60ern, 70ern? Den ist, ich glaube... Super, wie wir da vorbereitet sind heute. Ich glaube, 60er kommt tatsächlich hin, 60er, 70er. Ja, genau. Das Hauptproblem dabei, oder was ein bisschen schade ist, bis vor kurzem lief die Serie noch im Free-TV, momentan gerade wieder nicht. Und da wir jetzt schon ewig lange darüber, über das Intro sprechen, sag doch jetzt mal, wie heißt denn die Serie? Danke für diese Überleitung, verwirrt. Ich sage jetzt, wie diese Serie heißt. Wir reden von Stacheldraht und Fersengeld. Was? Wovon reden wir? Nein, wir reden von Ein Käfig voller Helden. Die erste genau. Staffel hieß bei uns damals noch Stacheldraht und Fersengeld. Warum auch immer. Genau. Die Älteren wahrscheinlich, oder nein, die Junggebliebenen. Also wir. Die Junggebliebenen, genau, die Junggebliebenen unserer Generation, die werden Ein Käfig voller Helden einfach kennen. Es ist für uns ein zeitloser Klassiker, wobei ich sagen muss, ich glaube, es gibt die einen, die lieben diese Serie und es gibt die anderen, die sagen, Gott, was für ein Schwachsinn. Ja, aber das hast du bei jeder Serie. Genau. Und die ganz junge Generation, zumindest die Promi-junge Generation, echauffiert sich ja über Serien wie Ein Käfig voller Helden oder MASH. Ich glaube, ich habe es vor einiger Zeit mal erwähnt, als wir um unsere Lieblingsserien aller Zeiten sprachen. Ich glaube, da fiel auch Ein Käfig voller Helden. Und wie gesagt, Ein Käfig voller Helden und MASH wird gerade bei uns in Deutschland immer oft zusammengesehen, weil das Serien sind, die bei verschiedenen Sendern immer so im gleichen Block irgendwie gelaufen sind. Die liefen schon bei Kabel 1, die liefen jetzt kürzlich erst bei RTL Nitro, MASH läuft da immer noch. Und dieses Zusammenspiel der beiden Serien hat sich anscheinend irgendwie im Laufe der vielen Jahre irgendwie bewährt. Die wurden dann halt immer im Doppelpack ausgestrahlt. Und ja, Ein Käfig voller Helden, worum geht es? Kriegsgefangene in einem Luftgefangenenlager im Zweiten Weltkrieg. In einem Kriegsgefangenenlager. In einem Kriegsgefangenenlager, die dort Sabotage und Spionage betreiben und ein bunt zusammengewürfelter, lustiger Haufen sind. Und das ist halt schon was, was einigen der möchte gern, ja, wie möchte man es denn, Kritikern nicht so gefällt, die halt sagen, das ist ja pietätlos, wie kann man sowas denn machen? Eine Comedy-Serie, die im Zweiten Weltkrieg spielt, um Gottes Willen, dann tragen sie da auch noch die Hakenkreuzbinden und all sowas. Nein. Ganz furchtbar. Tja, es ist nun mal Klamauk, es ist nun mal Witz dabei irgendwie und es ist halt einfach das, was viele Leute nicht so verstehen wollen, ist halt so dieser tiefere Sinn, der bei Ein Käfig voller Helden auch so ein bisschen mit drin ist. Ja, es sollte eine Comedy-Serie sein und ja, es sollte gleichzeitig auch zeigen, wie was alles Schlimmes passieren kann, wenn man einfach blind Befehlen gehorcht. Was in dieser Serie nie thematisiert wurde, waren Sachen wie der Holocaust, Gaskammern oder Zwangsarbeiter oder sonst irgendwie sowas. Denn da ging es um Kriegsgefangene, das heißt also um Soldaten und nicht jetzt irgendwie um Genozid am jüdischen Volk oder sonstiges. Vielleicht hat das auch eine. Das ist nicht lustig, das Thema. Da macht man sich auch nicht immer lustig. Das ist nicht okay. Nein. Vielleicht hat das auch einige Kritiker auf den Plan gerufen, die gesagt haben, irgendwie, das darfst du nicht machen, das kann nicht sein oder sonstiges. Ja, möglich. Aber für mich persönlich ist das einfach nur so eine kollektive Empörung, die völlig, völlig sinnfrei ist. Wir können von Glück reden, dass es eine amerikanische Serie ist, denn in Amerika hat man sich ja damit nicht so. Und man kann auch von Glück reden, dass, du hattest es gerade schon gesagt, die erste Staffel hieß damals anders, hatte da überhaupt keinen Erfolg und wurde dann nochmal neu aufgelegt mit neuer Synchronisation, neuem deutschen Titel. Und das ist dann einfach ein Endlos-Hit geworden im Free-TV. Und wieder mal unbedingt eine Serie, die durch die Synchronisation zum
Leben erweckt wurde. Lass mich nochmal kurz zurückgehen. Also die Serie lief oder wurde produziert von 65 bis 71. Von also da, 60er, 70er. Ja, von da stammt auch die erste Synchro. Und die zweite Synchro ist aus den 90ern, also so 91 bis 94 wurde die gemacht. Ist jetzt die Frage, welche kennen wir denn? Wir kennen die aus den 90er Jahren, denn dort wurden die Akzente das erste Mal eingeführt. Da wurde dann Mundart gesprochen. Aber also ich bin mir auch sehr sicher, dass ich Bob Crane, also Hogan, mit der Stimme von Martin Kessler gehört habe. Also die Stimme von Nicolas Cage. Das kann ich dir gerade ad hoc nicht sagen. Ich möchte jetzt nicht zu lange irgendwie gedanklich damit rumspielen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nein. Du glaubst nicht? Und Santiago Ziesma, also die deutsche Stimme von SpongeBob, hat damals Le Beau gesprochen in der Original-Synchro. Da ich SpongeBob nicht gucke, kann ich das nicht sagen. Aber was okay, ist, es ist eigentlich vollkommen irrelevant, denn es gibt in Deutschland schon seit ewigen Zeiten nur die eine Synchro, weil die einfach das war, was das Ganze erfolgreich gemacht hat. Dort hatte man sich nämlich dazu entschieden, den Charakteren entsprechend auch einen Akzent zu verpassen. Was es im englischen Original nur bedingt gibt, die deutschen Charaktere haben im englischen Original zwar, ich sag mal, einen gewissen deutschen Unterton mit dabei. Das hat aber hauptsächlich damit was zu tun, dass dort Schauspieler mit am Werke sind, die auch deutsche Wurzeln haben. Burkhalter beispielsweise ist tatsächlich, hat österreichische Wurzeln. Der Banner, der Schulz spielt, der hat tatsächlich auch bayerische Wurzeln. Lass mich kurz nachhaken. Das heißt also, in der englischen Synchro sprechen sie komplett Englisch, aber teilweise mit Akzent. Genau. Okay, also die Deutschen sprechen nicht Deutsch in der Englischen. Nein, die Deutschen sprechen nicht Deutsch in der Englischen. Es gibt einzelne Begriffe, die sind da so eingeführt worden. Und wie gesagt, man hört so ein bisschen, dass da ein gewisser Akzent mitklingen soll, der ein bisschen forciert wird. Hat allerdings überhaupt, also nichts im Vergleich zu der deutschen Synchro, wo wir zum einen Klink haben, unseren Monster-Sachsen. Eine genial gemachte Stimmung, kann man nicht anders sagen. Also wirklich toller Akzent. Wir haben Burkhalter mit seinem Wiener Akzent, wir haben Schulz mit seinem bayerischen Akzent, dann haben wir gelegentlich mal andere Monstersachsen mit dabei, dann haben wir diese Preußen, die Berliner haben wir mit dabei. Also wirklich alles richtig schön durch. Was ein bisschen ich fehlt... Frag mir grad, ich frage mich gerade, wie die sich überhaupt verständigen konnten da. Ja. Woran ich mich nicht entsinnen könnte, wäre beispielsweise, dass wir mal einen Schwaben irgendwie dabei hatten. Fällt mir ja, spontan komm, ey, Vigo, jetzt nicht ein. Vigo, es ist das Schwabenland, also bitte. Meine ja nur. Aber auf jeden Fall toll gemacht. Das, was man unbedingt zu der Synchro sagen muss, nicht nur, dass man sich dazu entschlossen hat, den Charakteren, also den deutschen Charakteren, sehr ausgeprägte Akzente zu geben. Man hat auch bei den englischen Darstellern etwas eingeführt, und zwar der Darsteller des Corporal Newkirk, den einige wenige vielleicht noch kennen. Er hat unter anderem auch in der Running Man-Verfilmung mit Arnold Schwarzenegger hat er den Showmaster gespielt später. Mir fällt gerade sein Name nicht ein. Das ist Richard Dawson. Genau, Richard Dawson. Dem hat man dann in der neuen Synchro auf einmal einen Stottertick verpasst. Der stottert im Original gar nicht. Das hat man im Deutschen erst eingeführt. Und die größte Leistung der deutschen Synchro war, einen Charakter in diese Serie einzuführen, den es gar nicht gibt im Original. Und zwar die Kalinke, Klinks Wirtschafterin. Jetzt werden einige vielleicht sich fragen, was ist eine Wirtschafterin? Eine Wirtschafterin war besonders damals eine, die zum Beispiel da hinkommt, putzt, vielleicht ein bisschen kocht, also quasi bei so einem Lagerkommandanten den Haushalt betreibt, Es gibt diese Bezahlung, das ist heute immer noch ein Ausbildungsberuf, das ist Hauswirtschafterin. Ja, man hat es halt damals, es war mehr so... Es war geläufiger. Genau. Und diese Hauswirtschafterin, die Kalinke, die in der deutschen Synchro immer wieder erwähnt wird, der man direkt einen Teil der, ich will nicht sagen der Handlung, aber ganze Sätze, ganze Dialoge zuschreibt, die gibt es im Original Englischen gar nicht. Wir können teilweise nur mutmaßen, was da im englischen Original gesagt wurde. Das ist schon eine besondere Leistung der Synchro. Dann, wie gesagt, ganz viel Klamauk, wie wir es auch kennen aus Filmen mit Louis Dufresne oder auch mit Bud Spencer und Terence Hill, Sätze, die gar nicht gesagt wurden und schon gar nicht in der Ausführlichkeit wurden in der deutschen Synchro mit eingebaut. Ja, gerne Sachen aus dem Off. Genau, und was man aber auch sagen muss, die deutsche Synchro hat es sich nicht nehmen lassen, an ein, zwei Stellen, wie soll ich das sagen, deutschfreundlich einzuwirken. Beispielsweise gibt es da eine Szene, es gibt unter den Kriegsgefangenen, also unter dieser Gruppe, na, also wir haben
wir haben Colonel Hogan, den Anführer quasi. Wir haben den sozusagen Gefangenen. Genau, wir haben Newkirk, der so ein bisschen was ist wie seine rechte Hand, der Stotterer. Wir haben Andrew Carter, der Sprengstoffspezialist, der so ein bisschen naiv manchmal ist und ein bisschen blöde Einfälle hat. Wir haben Corporal Louis Le Beau, der Frankreich repräsentiert, der hauptsächlich als Koch eben mit da auch mitwirkt. Und wir haben Sergeant Kinchlow, der als Funker dabei ist, afroamerikanische Abstammung, der für die letzte Staffel allerdings ausgewechselt wurde oder ob er gegangen ist, wie auch immer. Man hatte für einen anderen Charakter genommen, der ebenfalls afroamerikanische Abstammung hat. Und der hieß dann, das vergesse ich jedes Mal wieder, Baker. Aber es ein Baker war es, genau. Da gab es zum Beispiel eine Folge, wo eben Kinchlow gegen einen deutschen Boxer geboxt hat, eigentlich als Sparringspartner. Und er haut halt den Deutschen da nieder und später sagt halt der General Burkhalter, zu klingt von wegen so, wenn das bekannt wird, unser Bruno die Mütze wurde niedergeschlagen von einem Neger, von einem Farbigen irgendwie und so. Das ist ein Zitat, das ist nicht seine Aussage. Ja, also das wird halt so gesagt, ne? Und Kling sagt dann, ich kann diesen Blödsinn nicht hören irgendwie. Und dann sagt er, ja, weiße Neger gibt's nun mal. Ich sagte, ah, ich kann den Blödsinn nicht hören, ich werde auch braun, wenn ich in der Sonne liege. Das sagt diese Figur im englischen Original aber nicht. Aber man hatte sich an der Stelle dazu entschieden, ein bisschen deutschfreundlicher zu wirken. Und was ebenso ist, während die deutschen Charaktere in der Serie halt immer Heil Hitler sagen die Englischen meistens irgendwelche Verunglimpfungen. Heilkräuter oder irgendwie sowas. Oder der ganze Gruß wird ein wenig, ja, es wird sich drüber lustig gemacht, wenn so ein SS-Offizier bei Kling reinkommt und sagt, Heil Hitler, und in der deutschen Synchro, Kling steht halt da und da gehört der Hut hin irgendwie und zeigt halt so Richtung Tür. Ne? Oder wenn einer sich abschiedet, so Heil Hitler, sagt einer zu Schulz, und Schulz sagt so, ja, unbedingt, wenn er sich's gefallen lässt. Also, man hat das wunderbar irgendwie persifliert. Man hat die deutschen Soldaten komplett vorgeführt. Nicht einfach nur, dass sie slapstickmäßig blöde sind, aber dass sie unfähig sind, dass die Sabotage wunderbar funktioniert hat. Und ich möchte direkt mal behaupten, dass von der Stimmung her einige Szenen in Inglourious Basterds beeinflusst waren von Hogan's Heroes, wie es im Original hieß, was Sabotage im Zweiten Weltkrieg betrifft. Wobei ja Inglourious Basterds schon ein Remake war. Ja, anderes Thema. Ja. Wollen wir noch kurz über die beste Folge reden? Das kann nur eine sein. Du meinst D-Day, die Landung in der Normandie? Ich weiß nicht, wie der Titel heißt. Ich weiß, was passiert. Die Folge hieß, glaube ich, Das große Durcheinander. Ja, das kommt hin. Wieso sagst du dann D-Day? Ist das der Originaltitel? Nein, aber das war ja die Handlung. Also darum ging es ja. Ich erinnere mich. An die Handlung habe ich nicht so ganz, aber ich weiß, was los ist. Wo sie halt, ich glaube, Carter war es, ne? Als Hitler? Ja, wo Carter als Hitler da auftaucht im Lager. Nee, dann meinst du was anderes. Okay, was meinst du denn dann, bitte? Also, es gibt eine Folge, in der ab und zu wurden in den Folgen, also sehr, 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 sehr selten, aber ab und zu wurden Ereignisse, die tatsächlich so passiert sind, wurden aufgegriffen und halt persifliert dargestellt. So taucht zum Beispiel auch ein General, Oberst Stauffen, auf, mit einer Aktentasche irgendwie, der dann blablabla. Bla bla, aber das könnte gemeint sein. Es ist nicht so wie im Original, aber die Sache, die einen historisch am ähnlichsten Hintergrund hat, ist halt tatsächlich die Landung der Alliierten in der Normandie 1944. Und das ist da im Prinzip so behandelt worden. Der Grund, warum das alles für die Deutschen schiefgegangen ist, war, dass ein Generalstabstreffen im Lager von Kling stattfinden sollte. Und es gab vorher einen Anruf, eine Mitteilung von dem Führer, dass er den ganzen Generälen nicht mehr traut, die alle entmachtet und auf der Suche ist nach dem unfähigsten Oberst der deutschen Wehrmacht, der aber gewillt ist, seine Befehle zu befolgen. Und den will er zum neuen Generalstabschef erklären. Wer könnte es sein, wenn nicht Kling? Ja, daraufhin taucht Carter dann als SS-Offizier verkleidet auf dem Weg und teilt dann halt eben so mit, so bla 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 und alles klar und sie sind unfähig und so und so. Und dann ruft Kinchlow an, gibt sich als Hitler aus und dann erzählt er halt den ganzen Generälen so von wegen so, hier, der Hitler, das ist der neue Generalstabschef. Das heißt, alles, was jetzt an der Front quasi, an der Westfront passiert, das wird halt von ihm bestimmt. So. Und dann ist es halt so...
D-Day beginnt, die Landung in der Normandie beginnt. Die Sabotageeinheit, also Hogan's Heroes, die kontrollieren eben auch die Telefonleitung und nehmen die ganzen Anrufe entgegen und sagen, ah, wer ist da? Rommel? Ah, der Wüstenfuchs und so. Ja, der General kann gerade nicht sprechen und was weiß ich. Und irgendwann bekommen sie dann die Meldung, so hier, alle möglichen Leitungen sind gekappt, bla bla bla, alles klar, D-Day geht los. Ab jetzt alle Anrufe in Klings Büro durchschalten. Kling feiert da gerade mit den Generälen. Und dann kommt halt ein Anruf nach anderen von Rommel und von was weiß ich. Und Kling in seiner Zelle. Ja, Kling halt so, ja, was? Oh, diese Barbaren irgendwie. Ja, weiter? Oh, was ist los? Ja, die Alliierten kommen wie die Heuschrecken ans Ufer. Die sind in der Normandie gelandet und so. Ne? Und dann irgendwie, wir müssen Hitler anrufen und bla bla bla. Und Hitler geht aber nicht ans Telefon. Und das ist halt auch wieder was Hitler sag ich schon, Kling, spricht die Namen ständig falsch aus allen möglichen Leuten. Es gibt Dialoge, da ändert der 10-mal den Namen von einem. Also einer, zum Beispiel in dem Moment telefoniert er mit Rundstedt, ne, Hitlers engsten Vertrauten quasi, und er nennt ihn Eckstück und er nennt ihn Rundstück und was weiß ich nicht noch alles. Oder den Scheider nennt er Schneider und Schleifer und so entwickelt sich das immer weiter und so hat dann einer 10 verschiedene Namen. Aber wirklich eine geniale Folge und dann irgendwie auch, so. Das geht auch damit irgendwann weiter, dass das Telefon wieder klingelt und er noch, ich bin nicht hier. Ja, ja, das ist dann, da sagt er dann von wegen so, Sie rufen mit an, blablabla, und Schulz steht wieder im Hintergrund, Herr Oberst Kling, hier ist General Rommels Hauptquartier und Kling steht da, ich bin nicht hier und so, ne, halt wirklich schon so. Und dann ruft er halt im Berchtesgaden an und dann, was, der Führer liegt im Bett und pennt? Er hat befohlen, dass man ihn nicht stört. Na gut, okay. Wenn er morgen früh im Bettchen sitzt und sein Eichenreiz sieht, dann fragen sie. Ne? Und dann, Herr Brunnemann? Irgendwie, ne? Und dann so, naja, so können Leute ihre Karriere verpennen. Das ist halt so, also absolut genial gemacht. Ja, ja. Die Landung von D-Day. Du meintest die Folge, in der Carter als Hitler verkleidet. Ich merke schon, du kannst das inhaltlich weitaus besser wiedergeben. Wahrscheinlich hast du sie auch 500 Mal mehr gesehen als ich. Aber ich weiß, dass ich die großartig fand. Es ist eine Szene. Ich kann aber gerade nichts davon rezitieren. Ja, es ist eine Szene, wo Carter als Hitler verkleidet auftaucht, weil er jemanden aus dem Lager quasi schleusen soll. Und die geniale Szene beginnt quasi damit, dass der Wagen vorfährt und Schulz halt draußen Wache steht und so, ja, Mai, den kenne ich. Und halt rangeht und Hitler steigt aus und Hitler, also Carter guckt ihn halt an und Schulz, ne, und reißt sofort den Arm hoch und dann kommt Kling raus. Was soll der ganze Schmonsens hier? Was ist das für eine Kalesche? Die kenne ich doch gar nicht. Und kommt da ran und dann fragt er halt Schulz, was ist hier los? Und er so, das ist der, ach, halten Sie die Schnauze irgendwie. Und sagt er nicht auch irgendwie, was denn das für ein abgebrochener Gartenzwerg oder so? Genau, genau. Nämlich einer von den Leuten, die sie rausschmuggeln wollen, sagt so, ja, ich bin Oberst so und so, persönlicher Adjutant des Führers. Ach, was soll ich sagen? Warum haben sie den Führer nicht gleich mitgebracht? Und er zeigt dahin und dann steht Hitler und er so, Heil Hitler! Und dann so, ne? Und dann, absolut genial, irgendwie die Szene. Und dann taucht Hogan halt auf und er sagt, oh, es ist mir ein Ehrich, ich meine, eine Ehre, sie kennenzulernen. Und schön halt auch der Dialog, wenn Hogan dann auftaucht zu der Gruppe und dann so, Colonel Hogan, darf ich vorstellen, Adolf Führer, der oberste Hitler der deutschen Nation. Alleine der Satz ist schon genial. Auf jeden Fall fährt Carter dann wieder weg und Kling und Schulz stehen die ganze Zeit, heil, heil, heil. Schulz, die machen gar nicht mit, heil, heil. Absolut genial. Herrliche persiflierte Szene. Und ja, davon haben wir halt einfach eine Menge. Also wie gesagt, alleine die Dialoge. Also das Schönste ist halt wirklich, sind die Dialoge mit Kling. Und dann auch schön im Zusammenspiel die Dialoge Kling und Hochstädter. Ein SS-Offizier, Major Hochstädter, die sich überhaupt nicht leiden können. Auch da findet man bei YouTube Best of Kling oder Best of Kling versus Hochstädter. Wunderschöne Dialoge, wo Hochstädter ihm was zeigt, was das irgendwie ist, wissen Sie, ein Knopf. Ja, das ein Knopf ist, weiß ich selber, was steht drauf? US. Nicht US. US. Oh, ganz heiße Kiste. Unterseeboot. Untere Sauhälfte. Ne? Also, einfach nur genial gemacht. Aber ey, die deutsche Synchro, ne? Wir waren bei Spencer und Till auch schon so, das ist der deutschen Synchro hier geschuldet. Da hat jemand großartige Arbeit geleistet. Definitiv. Und was man sagen muss, tatsächlich, einige der Schauspieler hat man auch in gleichen Filmen wieder zusammen gesehen. Beispielsweise in dem Fall wirklich zum Beispiel die Darsteller von Hochstädter und auch von Kling haben in dem wunderbar
einfach nur genial gemachten Film. Nürnberger Prozesse mit Spencer Tracy und anderen. William Shatner. William Shatner. Armin Müller-Stahl war es, glaube ich, nicht. Mir fällt doch Armin Müller-Stahl war es, glaube ich. Hoffentlich hat er sich nicht erwischen lassen. Auf jeden Fall war da Klemperer oder wie man ihn ausspricht. War halt auch mit dabei, auch der Hochstädter Darsteller. Und es gab verschiedene, ja, kleinere Auftritte, die die ganze Truppe zusammen gemacht hat. Und vom Inhaltlichen nochmal jetzt kurz, könnte man nochmal dazu schwenken, warum die Serie ja eingestellt wurde. Sie war schon so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Und zwar war es auch so, dass es um den Darsteller Bob Crane, der also Colonel Hogan gespielt hat, sehr viele private Skandale gab wegen Alkohol, Drogen, Frauen. Exzessen, wegen Frauen, dass er Ehebruch begangen hat und all sowas. Und er hatte damals die Vorliebe zusammen mit seinem Freund Wes Craven. Was? Du bist da der Experte. Ja, irgendwie. Du hast auch irgendwann mal den Film gesehen darüber. Also. Ja, halt eben, dass sie sich halt beim Sex mit anderen Frauen gefilmt haben. Und ich überlege gerade, ja doch, der war's. Und da gibt es auch eine Verfilmung von. In der Hauptrolle weiß ich, William Dafoe spielt mit, aber Willem. Die Rolle von Bob Crane. Willem Dafoe, die Hauptrolle, die von, beziehungsweise der Schauspieler, der Bob Crane spielt. Ich habe das Gesicht vor Augen, mir fällt der Name nur gerade nicht ein. Man kennt ihn unter anderem auch aus Besser geht's nicht mit Jack Nicholson. Da spielt er die andere männliche Hauptrolle. Nein, da spielt er die andere männliche Hauptrolle. Auf jeden Fall, dieser Film Autofokus zeigt ja quasi ein bisschen das Leben und dann aber nicht mehr richtig den Tod. Also es wird, Craven war es, glaube ich, John Carpenter war es, glaube ich. John Carpenter, der war es. Es war aber nicht der John Carpenter, soweit ich weiß, das weiß von John Carpenter, das Vampire, glaube ich. Also der war es. Es war nicht der John Carpenter, den man als John Carpenter kennt, sondern eher der John genau, Carpenter. Genau, es war ein anderer, wenn ich mir auf jeden Christi, Fall... Christi, tu mir einen Gefallen, schreib das hier drunter, wenn du das siehst, du weißt das. Auf jeden Fall ist Bob Crane mit einem Kamerastativ erschlagen worden, während er geschlafen hat. Und man hatte wohl Jahre später noch Blutspuren und auch das Kamerastativ irgendwie in Verbindung gebracht mit dem Carpenter. Aber er konnte dafür nicht verurteilt werden. Ja, bitte? So, es war definitiv John Carpenter, nicht Wes Craven. Der wurde von Willem Dafoe gespielt. Und ja. Greg Kinnear hat Bob Crane gespielt. Greg Kinnear, genau. Das und jetzt sag, woher kennt man den? Greg Kinnear, wie gesagt, kennt man unter anderem aus Besser geht's nicht. Das stimmt. Zum Beispiel, da kenne ich ihn. E-Mail für dich, Good Vibrations und diverse andere. Ja, ein paar Filme. Ja, und diverse andere. Ansonsten, Ein Käfig voller Helden, wie gesagt, wie lange es noch weitergegangen wäre, kann man nicht sagen. Die Einschaltquoten waren langsam am Sinken. Die letzte Staffel ist auch nicht mehr so gut, weil man halt auch völlig kommentarlos schon Darsteller ausgetauscht hat. Ja, was halt sehr, also absolut genial war, es gibt unheimlich viele gute Szenen, die aber immer wieder auch wieder mit auf der deutschen Synchro beruhen, auf den Sachen, was die beiden erzählen. Wir gerade Klink, Schulz, Hochstädter, eine geniale Kombination. Oftmals, nach einer Zeit wurde es so ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Markenzeichen, dass der Anfang der Serie immer mit einem Einspieler angefangen hat, wo man gerade wieder die Helden dabei gesehen hat, wie sie halt irgendwie in der Nacht durch den Wald geschlichen sind, gerade wieder an ihrem neuen Sabotagestück. Dann kam ein mehrsekündiger, kurzer Einspieler, roter Hintergrund und dann halt eben so eine schöne alte Pickelhaube, wo eine Offiziersmütze, eine amerikanische, salopp drüber hängt und dann ging halt die eigentliche Folge los. Also es war ganz oft so, in den ersten maximal 2 Minuten vielleicht, wurde gezeigt, was ist gerade aktuell passiert. Da wurde ein Sprengstofflager hochgejagt oder irgendetwas wurde geklaut, zerstört oder irgendwo wurde eine Nachricht hingesendet, wie auch immer. Dann kam dieser paar sekündige Einspieler und dann kam halt die Folge, wo oftmals dann dieser Auftakt war, irgendwie bei Kling zum Beispiel im Büro und dann war halt Hochstädter oder sonst irgendwer hat gesagt, das und das ist passiert, das müssen wir aufklären. Das ist komisch, dass das hier so rum funktioniert, wohingegen das, ich schweife mal gerade ab, bei den Simpsons völlig andersrum funktioniert, wo quasi die ersten 10 Minuten einer Folge überhaupt nichts mit dem Rest der Folge zu tun haben. Ja, genau. Gut, bitte. Genau. Also ich würde sagen, man kann Ein Käfig voller Helden auf jeden Fall vorbehaltlos empfehlen. Wenn man einfach mal sagen will, Kopf ausschalten, einfach mal angucken, ein bisschen lachen mit den Akzenten und unbedingt sonstiges. Unbedingt in Deutsch. Unbedingt in Deutsch. Wer es nicht kennt, ey, haut das bei YouTube mal rein. Klink gegen Hochstädter oder Best of Klink, Best of Ein Käfig voller Helden.
die Sprüche alleine sind es wert. Absolut geniale Synchro, also top. Da haben die Deutschen wirklich das Beste geleistet, was irgendwie nur ging. Eine Neuauflage der Serie sehe ich nicht. Sie ist ja nun auch schon einige Jahre alt. Wie gesagt, dafür würde sie, glaube ich, zu vielen Leuten als pietätlos erscheinen. Es gibt einfach auch Serien, die kann man nicht neu auflegen. Das sind Sachen wie Ein Käfig voller Helden oder Mesh. Das würde in unserer heutigen Zeit so nicht mehr funktionieren. Aber es ist auf jeden Fall ein Stück Seriengeschichte, was ich mir nicht wegwünschen würde. Ich habe das erste Mal, glaube ich, diese Serie gesehen vor, es müssen fast 30 Jahre her sein, als ich die das erste Mal, ich glaube, ich war 13 oder so, da habe ich die das erste Mal, ich glaube, spät abends oder nachts oder so, lief die im Fernsehen und ich habe es irgendwie mal angehabt und habe es geguckt, irgendwie so. Und war von Anfang an Feuer und Flamme. Und jedes Mal, wenn die wieder im Fernsehen lief, später ist mir auf Video aufgezeichnet und was weiß ich. Hat er gemacht, jede fucking Folge. Ja, absolut genial. Und wie gesagt, auch 30 Jahre später noch kann ich es mir immer noch angucken. Was mich bei Ein Käfig voller Helden dann teilweise so fasziniert war, dann so, wo ich dachte, wenn ich es dann so auf meiner Festplatte sehe oder so, ach nee, angucken will ich es mir jetzt nicht, habe ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. Aber wenn ich einmal dann doch durch Zufall eine Folge gesehen habe, sonst dann bin ich wieder. Dann bin ich sofort wieder angefixt und dann muss ich fast die kompletten 6 Staffeln durchgucken. Ist einfach also so. Ich bin tatsächlich erst in den 90ern zu dieser Serie gekommen und zwar durch Ihmchen. Hab die echt bei ihm gesehen und also ich wusste, dass es die gibt, hab sie aber irgendwie, weiß nicht, konnte ich nie viel mit anfangen. Und bei ihm habe ich sie dann mal ein paar Folgen länger gesehen und festgestellt, wow, die ist ja doch ganz geil. So, das Problem ist, er feiert halt auch Mash-Up, wo ich überhaupt nichts mit anfangen kann. Da bin ich nie mit warm geworden. Käfig voller Helden findet Ihmchen komischerweise auch großartig, kann ich auch überhaupt nichts mit anfangen. Aber da hat er mal recht gehabt. Da hat er wirklich mal, ne, blindes Huhn und Korn und so. Du hast gerade gesagt, Käfig voller Helden finde ich toll, kannst du nichts abgewinnen? Habe ich das? Ich meine King of Queens, entschuldige. Ah, okay. Ich habe mich schon gewundert, warum protestiert er nicht, wenn ich das sage. Ah, okay, ich habe mich verstanden. Passiert. Ja, ich war gerade etwas irritiert. Ich bin verwirrt. Bei mir war es aber übrigens auch die 90er. Wie ich gesagt habe, also so ungefähr so 93, 94, wo ich die Serie entdeckt habe. Bei mir war das irgendwann, als ich dich kennengelernt habe. Das war so... 98. 98. 98, 99. Nein, 98. Okay, 98. Gut, vielleicht bin ich dann 99 zur Serie gekommen. Das mag sein. Jetzt haben wir euch sehr ausführlich, wobei ich glaube, heute hatte ich wieder mal den überwiegenden Redeanteil. Du hast die 500 Mal mehr gesehen als ich. Ja gut. Dann müssen wir mal eine Serie reden, die ich auswendig kenne. Dann kann ich auch ein bisschen mehr dazu beitragen. Okay, wir werden also in absehbarer Zeit schon mal über Spaced sprechen müssen. Nee, das guckst du ja nicht. Ich habe es ja ein paar Mal probiert. Aber gut, wir wollen dieses Video jetzt nicht noch weiter in die Länge ziehen. Mal. Sonst wäre das Leute, das letzte Video, was ihr jemals von uns gesehen haben werdet. Genau. Ein Käfig voller Helden. Schaut es euch auf YouTube an. Wir sagen danke und tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut, ciao, ciao.